wir sind jetzt am Moremi Game Reserve angekommen. Hier bleiben wir 2 Nächte und danach nochmal 2 Nächte in einem anderen Reserve. Draußen gefühlte 40 Grad im Schatten. Sehr angenehm. So, when you look at before we go, when you look at giraffe, and there's something like lion, something chasing them. They just they save, they just get to the water, they just run to the water. Réponse. Ils étaient complètement dehors. Auf dem Landwege. Ok, go. Les deux soleils d'en haut, le rocher. Oh, yeah, 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 yeah. Jetzt an einen anderen Gate und verlassen jetzt das Moremi Game Reserve. Schakal dahin macht erstmal ein Häufchen. Jetzt in Sabuti in der Campsite angekommen. Wir werden gleich unsere Zelte aufschlagen und den Tag beschließen.
hier schlagen wir unsere Kämpfer drauf. Kurz vorher haben wir noch zwei Löwen gesehen, vielleicht 200 Meter von hier entfernt. Und kannst nur hoffen, dass die Löwen nicht hungrig sind. So, alles im Griff, das ist unser Zelt. Und die Gruppe hat sich dann so verteilt. Mal sehen, wen sich der Löwe hier aussucht. Wahrscheinlich ein Franzose. Wir sind doch ein tolles Team, oder? Mhm. Außer Freitag. So, jetzt geht's wieder auf Birschfahrt. Das wird die letzte in diesem Urlaub sein. Danach gibt es noch diverse weitere Aktivitäten, aber eben nicht mehr in den Gameparks, in dieser Form des Campings. War eine runde Sache, hat uns beiden wirklich gut gefallen. Der Truck startet, das heißt, es geht gleich los. Go for the horns. You can see how different. 7 to 8 minutes, then can wake up and start working. And that they are both heavy horns. Oh yeah, puis ça se mange, il arrive sûrement. La charogne quelque part. La charogne, ça se mange. Ça la viande de avril.